Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem Video am 12. 5. 2020. Ich habe heute schon ein Video gemacht über ein Gewinnspiel. Das könnt ihr euch noch anschauen. Hier ist wieder mein täglicher Blog. Heute war Sonja da. Wir hatten uns nicht zu viel zu sagen, weil wir beide sehr müde waren. Und wir haben aber Zimmer aufgeräumt, meine Nägel geschnitten und nicht neu gemacht, weil sie so trocken sind und mal nachwachsen müssen. Wir haben sie kurz geschnitten und gefeilt. Und jetzt brauchen sie mal ein bisschen Pflege und müssen nachwachsen können. Sie waren schon doppelt und dreifach und ganz dünn. Und ganz biegsam abgebrochen und beim Nagellack entfernen sind mir auch einige abgebrochen und deswegen haben wir sie nicht neu gemacht, sondern kurz geschnitten. Ja, wir haben Zimmer aufgeräumt und getratscht, Kaffee getrunken, geraucht. Wir hatten uns nicht unbedingt viel zu sagen, aber das, was wir gesagt haben, war lustig und interessant und alles Mögliche. Morgen kommt Claudia wieder. Das ist heute mein Tages-Make-up. Ich habe ein Halo-Eye geschminkt, das mir aber nicht so toll gelungen ist, weil es mehr Gold als dunkel ist. Ich werde es morgen nochmal versuchen. Vielleicht wird es dann besser. Aber ja. Aber es gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Mein Kajalstrich ist schon wieder fast weg. Das Auge ist unten ein bisschen dunkel, weil mir die braune Farbe nach unten gekleckert ist. Und ich konnte es nicht ganz wegbringen. Deswegen habe ich ein bisschen Schatten hier. Der Highlighter ist sehr schön geworden. Die Foundation legt sich gut auf die Haut und krabbert diese roten Flecken ab, obwohl sie sich über Tags in die Narben legt. Also meine Narben sieht man ganz deutlich, aber ist nicht so schlimm. Die Rötungen sind zumindest kaschiert. Und meine Stirn glänzt jetzt auch, weil meine Haut nachfettet. Das ist aber ganz normal, wenn ich den ganzen Tag mit Make-up drauf habe. Und es ist doch schon 19:18 Uhr. Und ich habe seit 10 Uhr Make-up drauf. Und da fällt die Haut irgendwann nach. Meine Nase glänzt auch und das Make-up auf der Nase ist fast weg. Aber ja, man greift sich doch öfter ins Gesicht, als man denkt. Sonst geht's mir ganz okay. Ich habe nicht so gute Stimmung. Ihr seid meinen Stimmungsknick gestern. Am Abend fällt es mir ein bisschen schwer, mich zu motivieren und fröhlich zu sein. Ich habe gestern Nacht wieder geweint, weil ich mir Fotos von meinem Hund angeguckt habe. Und ich hatte gedacht, ich habe es überwunden, aber irgendwie doch noch nicht ganz. Und das war halt recht traurig und ich habe dann ein halbes Xanor nachgenommen. Habe dann irgendwann geschlafen, mitten in der Nacht. Und bin dann heute früh um 8:30 Uhr aufgestanden und war dementsprechend müde den ganzen Tag.
Und ja, es war nicht einfach, aber ich war halt sehr ausgelaugt und da ich schon den zweiten Tag vor 10 aufgestanden bin in Folge, bin ich dementsprechend müde und brauche auch sehr lange, bis ich in die Gänge komme und so. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Sonja hatte für ihr Verständnis. Und ich hoffe, Claudia morgen auch. Aber morgen möchte ich länger schlafen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Morgen ist Mittwoch. Am Donnerstag ruft mich Christoph um 16 Uhr an. Das muss ich mit Sonja noch ausmachen, was sie dann macht. Und sonst gibt's nicht viel Neues, aber ich habe heute Vormittag schon ein Video gemacht, wo ich euch einiges berichtet habe. Und wie gesagt, über Kommentare zu Videoideen oder so würde ich mich freuen. Wenn mein Schienenpaket da ist, werde ich dazu ein Hole drehen. Und ja, hoffentlich darf ich mir bald wieder Schminkzeug kaufen. Dann kann ich dazu auch wieder Holz drehen. Aber mal gucken. Und ich möchte auch ein bisschen sparen jetzt und ich habe jetzt meine Homepage abgemeldet. Die steht zwar auf meinen Visitenkarten, aber die hätten jetzt 230 Euro für ein Jahr für mich wollen. Und das ist mehr als die Hälfte von Geld, was ich bekomme. Und das war es mir jetzt nicht mehr wert. Ich muss zwar jetzt die Homepage-Adressen auf den Visitenkarten durchstreichen, aber das war es mir jetzt bei Gott nicht mehr wert, so viel für eine Homepage zu bezahlen. Ist zwar schade um die Arbeit, aber was soll man machen? Kann man nicht ändern. Ihr werdet meinen Blog zukünftig auch auf einer anderen Seite finden. Also nicht meinen Videoblog, der bleibt weiter auf YouTube, aber meinen textlichen Blog findet ihr in Zukunft woanders. Das schreibe ich aber rechtzeitig, sobald ich fertig habe, wieder in die Infobox. Und ja, das sind eigentlich alle Infos, die ich euch heute noch geben wollte. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.